Um Gott zu ehren, werden im 12. Jahrhundert Mönche zu frühkapitalistischen Unternehmern. Sie wollen von ihrer eigenen Hände Arbeit leben und schaffen damit den größten Klosterkonzern des Mittelalters. Für fast 4 Jahrhunderte beherrschen sie weite Teile des europäischen Marktes und rufen damit Bewunderung hervor und Furcht. Die Welt droht zisterziensisch zu werden. Doch mit dem Erfolg entfernen sich die Zisterzienser von ihren christlichen Grundwerten und stoßen an die Grenzen ihres Wachstums. Wie ist es dazu gekommen? Warum sind sie verschwunden? Was ist geblieben? Meine Reise auf den Spuren der Zisterzienser führt mich in eine untergegangene Welt. Doch bis heute zeugen gewaltige Klosteranlagen in ganz Europa vom einst mächtigsten Imperium des Mittelalters. Die Klosterkirche von Pontigny liegt mitten zwischen Wiesen und Feldern, wie ein gewaltiges Raumschiff, das hier vor langer Zeit gelandet ist. Den Menschen im Mittelalter müssen die Bauherren, die Zisterzienser, mit ihrer strengen Organisation und ihrer fortschrittlichen Arbeitsweise tatsächlich ein bisschen so vorgekommen sein, als kämen sie von einem anderen Stern. Diese Kirche aus dem 12. Jahrhundert ist die größte ihrer Art, fast so groß wie Notre Dame in Paris, aber steht einsam auf einem Acker im Niemandsland. Was für eine Höhe, was für ein gewaltiger Raum. Pontigny ist das Statussymbol der Zisterzienser und demonstriert eindrucksvoll Größe und Macht ihres Wirtschaftsimperiums. Aber wie fing das alles an? Welches Geheimnis steckt hinter der Erfolgsgeschichte des Ordens, der zur Supermacht wurde? Das möchte ich gerne herausfinden. Am Anfang sind die Zisterzienser nur eine kleine radikale Splittergruppe. Der Verfall der Sitten bei ihren Klosterbrüdern ist für sie ein Skandal. Viele Klöster sind reich geworden. Die Mönche missachten das strikte Armutsgebot, leben in Saus und Braus. Dem wollen die nach ihrem Ordensgewand benannten weißen Mönche ein Ende bereiten. Welch köstliche Speisen ich hier sehe. Ihr trinkt aus silbernen Bechern? Traget kostbare Kleidung, güldene Kreuze, weicher Pelz. Ihr führt euch auf wie die Fürsten. Wo ist eure Demut vor Gott? Wollt ihr nicht in Armut leben wie der arme Jesus? Die Suche nach den Ursprüngen der Zisterzienser führt nach Fontaine-lès-Dijon im französischen Burgund. In diesem Schloss wird Ende des 11. Jahrhunderts Bernhard von Clairvaux geboren. Mit ihm an der Spitze werden die Zisterzienser zu einer durchschlagenden Reformbewegung. Bernhard war Ritter mit Leib und Seele. Sein Vater war der berühmte Tesselin Leroux, Ritter Rothaar. Seine Mutter war sogar mit den Herzögen von Burgund verwandt. Ein glänzender Aufstieg im Adel steht ihm offen. Doch im Jahr 1112, mit 22 Jahren, wird Bernhard zum Aussteiger. Statt auf Turnieren für Ruhm und Ehre zu kämpfen, will der junge Ritter fortan ein Leben ganz für Gott führen. Das ist mir alles nicht genug. Ich muss ein anderes Leben führen. Bernhard will ein gottgefälliges Leben führen, als Mönch. Den Weg sah er auf Altarbildern wie diesen. Er wollte am jüngsten Tag frei von Sünde ins Paradies. Doch was er in den Klöstern sah und erlebte, führte das nicht direkt in die Hölle? In der Zeit um 1100 sind die Menschen von der Idee ergriffen, dass das Weltenende kurz bevorsteht, und sie hoffen,
dass sie durch eine entsprechende, gottesfürchtige, strenge Lebensweise vor dem jüngsten Gericht bestehen können. Und Bernhard von Clairvaux gehört zu diesem Kreis derjenigen, die danach dürsten, ja, eine solche Lebensweise endlich leben zu können. Den rechten Ort für seine neue Bestimmung findet Bernhard in Citeaux, dem Gründungskloster der Zisterzienser. Dort gab es bislang nur eine sehr kleine Gemeinschaft. Not und Entbehrung hatten dafür gesorgt, dass vom ursprünglichen Elan des Reformordens fast nichts mehr geblieben war. Bis Bernhard und seine Gefährten kommen. Junge idealistische Sinnsucher, die in Gemeinschaft beten und arbeiten und wie in einer Kommune zusammenleben und wirtschaften wollen. Die Anleitung dazu gab es bereits. Die Regeln des heiligen Benedikt aus dem 6. Jahrhundert. Bete und arbeite. Das wollen die Zisterzienser unter Führung von Bernhard wieder streng befolgen. Heute würde man von einer feindlichen Übernahme sprechen. Der amtierende Abt Stefan Harding musste nun mit einer plötzlichen Überfüllung und mit einer allzu starken Präsenz von Bernhard und seinem Clan fertig werden. Dafür beginnt mit Bernhard aber auch ein regelrechter Run des burgundischen Adels auf das Zisterzienserkloster. Können wir der Menschheit sagen? Mit Bernhards Eintritt wird aus dem unbedeutenden Kloster Citeaux das Zentrum einer neuen christlichen Supermacht. Grundlage des Erfolgs ist eine Vision. Strikte Einfachheit soll herrschen, in der Liturgie, in Speise und Trank, in Leben und Arbeit, in ausnahmslos allem. Einfachheit, Askese wird für Bernhard zum Schlüssel für ein wahrhaft gottgefälliges Leben. Die Zisterzienser waren nicht die einzige Reformbewegung. Da gab es Prämonstratenser, da gab es Karmeliter und viele andere. Die Zisterzienser waren vermutlich die erfolgreichste dieser Bewegung, weil die Strenge bei ihnen so radikal, so durchschlagend umgesetzt war. Und weil Arbeit wieder einen festen Platz neben dem Gebet bekommt. Jedes neue Kloster muss nach ökonomischen Prinzipien geführt werden, sich selbst versorgen und wirtschaftlich erfolgreich sein. Das ist künftig Grundgesetz im jungen Orden. Kapitalismus im Kapitelsaal, das war wirklich neu und sorgte für viel Aufsehen. Hier von Citeaux aus, der Konzernzentrale sozusagen, wurde der schnell expandierende Orden gesteuert. Und mit ihrer fortschrittlichen Verfassung waren die Zisterzienser all ihren Konkurrenten meilenweit voraus. Wie aber bewährte sich die hochfliegende Reformbewegung der Zisterzienser in der Praxis? Wie sah das Klosterleben im Alltag aus? Die Zisterzienserabtei Fontenay in Burgund gilt als das vollkommenste Abbild einer Zisterzienserabtei, wie es bald viele gab. Alles war auf ein Ziel ausgerichtet. Zurück zu den Ursprüngen des Mönchstums, zu Ora et Labora, zu Gebet und Arbeit. Die gemeinsamen Gebete strukturieren den Tag im Kloster. Alle 2-3 Stunden Gottesdienste, 7 zwischen Morgengrauen und Dämmerung. Pflicht für alle, im Takt der Uhr. Aus der frommen Notwendigkeit, die festgesetzten Gebetszeiten immer pünktlich einzuhalten, wurden alle Klöster mit Uhren ausgestattet. So wissen die Mönche jederzeit, was die Stunde geschlagen hat. Die Nachtruhe im Dormitorium, dem Schlafsaal der Mönche, währt keine 5 Stunden. Schon kurz nach Mitternacht werden die Mönche zum ersten Gebet gerufen. Deshalb schlafen sie auf den einfachen Lagern in ihren Kutten, die Kapuze einfach über den Kopf gezogen. Über diese Treppe, die es in jedem Zisterzienserkloster geben musste, gelangt man auf kürzestem und direktem Weg vom Schlafsaal in die Kirche. Die gesamte Architektur war darauf angelegt, dass die Mönche jederzeit zwischen Beten und Arbeiten wechseln konnten. Und die Wege mussten möglichst kurz sein. Die Mönche sollten durch nichts abgelenkt werden. Deswegen sahen Zisterzienserklöster schon immer so aus wie heute noch hier in Fontenay. Kein Schmuck, keine Bilder. Wo man auch hinschaut, nichts als nackte Wände. Die Kirche muss ohne mächtiges Eingangsportal, ohne Kirchturm und ohne bunte Fenster auskommen.
Einfachheit ist das Credo. Selbst den gekreuzigten Jesus sucht man hier vergebens. Nur Marienstatuen akzeptiert Bernhard, der glühende Marienverehrer, in den Klosterkirchen seines Ordens. Bernhard hat mit großer Energie für schlichte Architektur und absolute Strenge votiert. Ihn störte, wenn der Mönch abgelenkt wird. Denn die Strenge stellt sicher, dass vor dem inneren Auge nur die richtigen Bilder entstehen und das Auge nicht spazieren geht und sich Dinge einbildet, die es gar nicht sehen soll. Der einzige Schmuck der Klöster bestand in einem Fließbrunnen. Hier wurde den Novizen die Tonsur geschoren, als sichtbares Zeichen, dass ein Mönch allen Eitelkeiten der Welt abschwört. Aber nicht nur Schmuck und Bilder waren bei den weißen Mönchen verboten, auch das Sprechen. Einzige Ausnahme hier im Versammlungsraum der Mönche, wenn es um organisatorische oder finanzielle Dinge des Klosteralltags ging. Ganz ohne Kommunikation lässt sich ein Betrieb einfach nicht führen. Ansonsten aber galt absolutes Schweigegebot. Deswegen entwickelten die Mönche im Laufe der Zeit auch ein ganz eigenes Zeichensystem. Kein Flüstern und kein Laut, nur die frommen Texte des Vorlesers waren erlaubt. Wie Gehörlose verständigten sich die schweigsamen Mönche mit Gebärden. Mehr als 200 solcher Zeichen gab es. Und nicht nur für Speis und Trank. Überliefert ist, sogar Witze sollen beim Essen erzählt worden sein, in Zeichensprache. Aber nicht nur in der Kommunikation mussten die Zisterzienser erfindungsreich sein. Auch die Heizkosten spielten im Mittelalter schon eine Rolle. Das gesamte Kloster wird ja nur durch die Sonne aufgewärmt. Das kann man im Sommer vielleicht ganz gut aushalten, aber im Winter wird es in solchen Gemäuern richtig kalt. Nur ein kleiner Raum wurde an solchen Tagen beheizt. Hier im Kalefaktorium konnten sich die Mönche wenigstens zwischendurch ein bisschen aufwärmen. Dann hieß es wieder beten in der Kälte oder sich warm arbeiten. Arbeitsdisziplin war es, die die Zisterzienser zu einem erfolgreichen Wirtschaftsunternehmen machte. Sie verzichteten aus Nächstenliebe auf den sogenannten Zehnt, den ihnen die umliegenden Bauern schuldeten. Sie waren Selbstversorger. Die Arbeit musste also getan werden und sie musste pünktlich beginnen. Das verlangte die Betriebsordnung der Zisterzienser. Wenn Beten und Arbeiten in Konflikt gerieten, durfte schon mal schneller gesungen werden. Aber konnten die Mönche das überhaupt, sich vollständig selber versorgen? Von ihrer eigenen Händearbeit hätten die Mönche nicht leben können. Dazu mussten sie zu viel Gottesdienst abhalten, Lieder singen und Gebete sprechen. Das Großartige ist allerdings, dass sie sich vorgenommen haben, von ihrer eigenen Händearbeit zu leben und damit eine Neuerung in Gang brachten, die bei den Benediktinern in diesem Ausmaß noch nie existiert hatte. Nicht nur bei ihren Zeitgenossen sorgten die asketischen Aussteiger mit ihrer neuen Lust am Ackerbau für viel Aufsehen. Für die Zisterzienser galt, nur wer arbeitet, lobt den Schöpfer. Das hatte weitreichende Folgen. Zum einen für die Mönche, die keine Arbeit als zu niedrig ablehnen durften. Zum anderen für den Wert der Arbeit an sich. Was die Zisterzienser anstießen, wurde Voraussetzung für die berühmte protestantische Arbeitsethik. Aber ob nun Gott gewollt oder nicht, Arbeit ist uns heute zur Pflicht, zur Erfüllung, zum Lebenszweck geworden. Auch wenn es manchmal schwerfällt. Aber auch die Gottesdienste mussten weitergehen. Deshalb überlassen die Mönche die harte körperliche Arbeit zunehmend sogenannten Laienbrüdern, den Fratres Barbati. Die bärtigen Brüder müssen ebenfalls Armut, Keuschheit und Gehorsam geloben, bekommen aber weniger Rechte als die Mönche. Gebete sollen die Laienbrüder nur durch Vorsagen lernen. Bücher sind ihnen ganz verboten.
Es ist ihre Arbeitskraft, die sie für den Orden so wertvoll macht. Die Leinbrüder bringen ein ausgezeichnetes Know-how mit. Und das ist sehr wichtig, weil die Zisterzienser ihre Wirtschaft auf Eigenbetrieb umstellen. Und dazu brauchen sie diese Leute. Und das führt dazu, dass der Wirtschaftsbetrieb der Zisterzienser eine enorme Blüte entwickelt. Dank der zupackenden Laienbrüder entstanden gewaltige Klöster. Aber sie durchzog jetzt eine Mauer, die das Gemeinschaftskloster in zwei Bereiche teilte. Im Ostteil lebten die Mönche, im Westteil die Laienbrüder. Der Zutritt zu den meisten Gebäuden der Mönche war ihnen streng untersagt. Hier in Maulbronn kann man heute noch sehen, wie Mönche und Laienbrüder zwar unter einem Klosterdach, aber doch räumlich getrennt voneinander gelebt, gearbeitet und gebetet haben. Der ungleiche soziale Status drückt sich schon in der unterschiedlichen Bauweise aus. Während der Speisesaal der Mönche besonders hoch, himmelzugewandt und großzügig gebaut war, mutet der Speisesaal der Laienbrüder hier eher enger, erdzugewandter und niedriger an. In der Kirche wurde die Zweiteilung des Klosters durch eine steinerne Chorschranke befestigt. Hinter ihr standen die Laienbrüder in zweiter Reihe, während vorne am Altar die Mönche bequem im Chorgestühl saßen. Vor Gott sind alle gleich, heißt es. Aber das hier war eine echte Zweiklassengesellschaft. Dem Zustrom an neuen Laienbrüdern tat das keinen Abbruch. Sie folgten Bernhard, ließen alles hinter sich. Er versprach Arbeit für Gottes Lohn statt Fronarbeit für den Adel. Und er stand im Ruf der Heiligkeit. Die fromme Legende erzählt, Bernhard soll über einen besonderen Draht zu Jungfrau Maria verfügt haben. Sie sei ihm persönlich erschienen. Später ein beliebtes Motiv für Künstler. Die Gottesmutter, so heißt es, habe Bernhard mit ihrer Milch genährt und ihm so seine außergewöhnliche Redegabe verliehen. Mit solchen Legenden sorgte Bernhard von Clairvaux für ungeheuren Zulauf. Und wie jedes erfolgreiche Unternehmen heute, mussten auch die Zisterzienser expandieren, ja, zu einem regelrechten Konzern werden. Aber gab es nicht schon überall genug Klöster? Wo konnten sich die weißen Mönche denn noch ausbreiten? Zunächst halten die Zisterzienser Distanz zur Welt. Sie wollen unter sich bleiben und auch ihre Klöster überschaubar halten. Ab einer kritischen Größe wird daher Zellteilung betrieben. 12 Mönche und ein Abt werden in die nächste Einöde ausgesandt. Die Klöster wurden nach einem Masterplan gebaut. Aber oft müssen die Mönche und Laienbrüder erst mühsam Wälder roden. Noch heute deuten Ortsbezeichnungen wie Marienrode, Volkenroda oder Himmerod auf Zisterziensergründungen hin. Bereits im Vorfeld haben Spezialisten aus dem Mutterkloster Rohstoffnähe, Versorgungsmöglichkeit und Marktsituation geprüft. Denn jede Konzernfiliale muss ab dem ersten Tag wirtschaftlich autark sein. Zisterzienser kann man in der Tat als Pioniere der Landerschließung bezeichnen. Das gilt vor allen Dingen für die Ostgebiete des Reichs. Dort sind sie nicht selten diejenigen, die zum ersten Mal Wälder roden, Sümpfe trockenlegen, die das Land kultivieren so, dass es besiedelt werden kann, dass es auch für die Zukunft ein fruchtbares Land wird. Und aus diesem Grunde muss man sie, was die Agrarkolonisation betrifft, in ihrem Wert sehr hoch veranschlagen. Mitte des 12. Jahrhunderts gehören zum Orden bereits über 340 Abteien mit 11.000 Mönchen und Laienbrüdern. Ein Jahrhundert später sind es sogar doppelt so viele. Ein explosionsartiges Wachstum, ein veritabler Großkonzern entsteht. Heute zählen einige der schönsten Klosteranlagen der Zisterzienser zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das Prinzip für die Ausbreitung des Konzerns ist das sogenannte Filiationsprinzip. Im Zentrum steht das Mutterkloster in Citeaux. 4 Tochterklöster leiten sich daraus ab. Sie werden ihrerseits Ausgangspunkt von immer weiteren Filialen. Enkel- und Urenkelklöster entstehen,
Ein europaweites Netzwerk, organisiert nach dem Modell eines Stammbaumes. In Wiesbaden wird eine der ältesten Handschriften aus der Geschichte des Zisterzienserordens aufbewahrt. Das Exordium Magnum Zisterziense, der Bericht vom Anfang des Zisterzienserordens. Hier haben wir das berühmte Exordium Magnum Zisterziense vor uns. Es ist ein Pergamentbuch, handgeschrieben natürlich auf Latein, und ist von einem bekannten Mönch in Clairvaux geschrieben, der später Abt in Eberbach war. Und ich sehe, Sie fassen das ohne Handschuhe an? Ja, wenn Sie genau hinschauen, vorne hier, das hat schon einiges hinter sich und ist sehr stark schon geschädigt, wenn man so will. Aber Pergament ist geduldig und ist auch vor allem stabil und das hält das alles prima aus. Was steht denn jetzt alles in dieser Gründungsgeschichte des Ordens der Weißen Mönche? In dieser Gründungsgeschichte stehen, das sind 6 Bücher, stehen verschiedene Ereignisse. Erbauungsgeschichte. Es hat aber auch Fakten, die durchaus für den Orden von großer Bedeutung waren. Das war die Charta Caritatis. Die ist sozusagen das Grundgesetz des Ordens gewesen, Anfang des 12. Jahrhunderts, und ist sehr eng befolgt worden. Und das ist einmal diese Versammlung, die jährliche in Citeaux, das Generalkapitel, wo man eben dann sich austauschte. Das war eine ganze Woche im September, beste Reisezeit. Und da hat man dann auch Zeit gehabt, sich auszutauschen. Da kamen alle Äbte hin aus ganz Deutschland und aus ganz Europa. War das so eine Art EU-Gipfel im Frühjahr? Das war ein Austausch, den man heute sich genauso vorstellen kann. Auch wenn es jetzt hier nur der Orden, ein christlicher Orden war, der das so organisiert hat. Nicht nur in der fortschrittlichen Organisationsstruktur sind die Zisterzienser ihrer Zeit weit voraus. Von ihrer Konzernspitze in Citeaux aus betreiben die Weißen Mönche gezielt Lobbyismus in Politik und Kirche und gewinnen dabei immer mehr Macht und Ansehen. Die beste Werbung für die Zisterzienser aber war und blieb ihre Nummer 1, Bernhard von Clairvaux. Dr. Mellifluus, Dr. Honigmaul, wurde er wegen seiner sanften Überzeugungskraft auch genannt. Bischöfe und Fürsten gehorchten ihm, er selber wurde gar als heimlicher Papst gehandelt. Die Welt droht, zisterziensisch zu werden, argwöhnten bereits seine Zeitgenossen. Und vielleicht hatten sie damit sogar recht. Bernhard selber hatte die Ritterrüstung abgelegt, um Mönch zu werden. Jetzt aber fördert er die Gründung des sagenumwobenen Templerordens. Das rote Kreuz auf weißem Grund ist sein Erkennungszeichen. Aber konnte man Krieger und Mönch zugleich sein? Nach christlicher Lehre galt es bisher als Sünde, einen anderen Menschen zu töten, selbst in einem gerechten Krieg. Bernhard aber will Kirche und Welt vom Gegenteil überzeugen. Im Herzen der Glauben, nach außen das Eisen. Mit dieser Formel legt er den Grundstein für den außergewöhnlichen Aufstieg der Templer. Templer und Zisterzienser haben sehr viel miteinander gemeinsam. Das liegt natürlich daran, dass für beide Bernhard von Clairvaux so bedeutsam ist. Schon äußerlich, wenn man vor einem Templer stand, hätte man ihn mit einem Zisterzienser verwechseln können. Beide waren weiß gekleidet. Die Struktur der Klöster war ganz ähnlich. Die Gestalt der Räume, das Dormitorium, der Schlafsaal. Aber der Templerorden war ein geistlicher Ritterorden, der Krieg zu führen hatte. Insofern hatten die Schlafsäle natürlich Schießscharten, damit man sich verteidigen konnte. Das war im Zisterzienserorden nicht so. Dort hat man Ackerbau betrieben und Gottesdienst gehalten. Gott wird euch eure Sünden. Der neue Gottesdienst für Bernhard war der sogenannte Heilige Krieg. Weil Jerusalem und damit die heiligsten Stätten des Christentums unter muslimischer Kontrolle standen, ruft er im Auftrag des Papstes überall zum Kreuzzug gegen die Ungläubigen auf. Und dann gehe trockenen Auges dem Kreuzesbanner nach. Jerusalem muss befreit werden. Und dafür werden wir kämpfen. In Gottes Namen werden wir dafür kämpfen. Deshalb brauchen wir, die Männer Gottes, eure Hilfe. Folgt dem Kreuz nach Jerusalem. Bernhard wird als Propagandist der Kirche unersetzlich. Selbst der französische König erhält aus seiner Hand das Kreuz. Gott, Gott!
Mit seinen Predigten gegen die Muslime entfacht er in ganz Europa einen Sturm der Begeisterung. Im Zeichen des Kreuzes soll die verloren gegangene Macht der Kirche im Heiligen Land zurückgewonnen werden. Auf seiner Werbetour für den Kreuzzug hat Bernhard von Clairvaux auch hier im Speyerer Dom Station gemacht. Heute packt uns bei seinem Aufruf, Andersgläubige zu töten, um dadurch ins Paradies zu kommen, das kalte Grausen. Damals aber folgten ihm Tausende, Ritter, Fürsten, ja sogar Könige. Seine Worte trugen entscheidend zum Beginn des zweiten Kreuzzugs bei. In Schriften und Predigten hatte Bernhard die Kreuzzüge zur Bewahrung und Ausbreitung des christlichen Glaubens gerechtfertigt. Doch der zweite Kreuzzug scheitert auf ganzer Linie. Vor Damaskus erleiden die christlichen Ritter eine verheerende Niederlage. Weil er so vehement für den Kreuzzug geworben hatte, sah sich Bernhard heftiger Kritik ausgesetzt. Er aber machte die Sünden der Kreuzfahrer für den Misserfolg verantwortlich. Mit seinem Aufruf zum Kreuzzug hat Bernhard von Clairvaux große Schuld auf sich geladen. Heute würden wir ihn einen Hassprediger nennen. Und er müsste sich dafür vor Gericht verantworten. Damals aber wurde er sogar in der Fassade des Speyerer Doms verewigt und von der Kirche heilig gesprochen. Sein Lebenswerk aber, der Zisterzienserorden, strebte zu dieser Zeit erst seinem Höhepunkt entgegen. Die Zisterzienser sind auch Pioniere der Landwirtschaft. Der innovative Beetpflug löste bei ihnen den herkömmlichen Hakenpflug ab. Dank neuartigem Geschirr können die Pferde mehr leisten. Damit und mit der Einführung der Dreifelderwirtschaft steigern sie die Erträge auf das Fünffache. Sie betreiben eigene Mühlen. Weil der Wind mal aus dieser, mal aus jener Richtung weht, sollen die Zisterzienser auch die Bockwindmühle erfunden haben, die sich in den Wind drehen lässt. Und bis heute erinnern ausgedehnte Teichlandschaften daran, dass Wasser das Lebenselixier jeder Zisterziensergründung war. Unzählige Teiche wurden von den weißen Mönchen angelegt und vor allem im großen Stil zur Fischzucht genutzt. Hier im Kloster Fontenay ist die zisterziensische Wasserbaukunst besonders gut erhalten. Solche Kanäle durchfließen die gesamte Klosteranlage. Die Mönche haben sie eigenhändig angelegt. So hatten sie immer frisches Wasser und konnten ihre Abfälle aus Küche und Latrinen entfernen. Drei Mühlen gab es auf dem Klostergelände. In der Klosterschmiede hob und senkte sich sogar ein riesiger Fallhammer, angetrieben durch die Kraft des Wassers. Damals das Prunkstück in einem der ersten Industriebetriebe Europas. Frau Pepke, wozu brauchten die Zisterzienser im 12. Jahrhundert so eine große Schmiede? Zunächst einmal brauchten sie nicht so eine riesige, aber sie brauchten auf alle Fälle eine Schmiede. Schließlich brauchten sie ja metallenes Werkzeug und diverse Materialien zum Bau und zur Einrichtung ihres Klosters. Und was haben die hier hergestellt? Agrarwerkzeug, was man so brauchte, vom Nörgel bis zum kompletten Pflug, denke ich, so ziemlich alles. Beschläge für Fuhrwerke, Zaumzeug. Metall war kostbares Gerät, war teuer. Wo kam das überhaupt her? Wo kam der Urstoff her? Aus der allernächsten Umgebung. Mhm. Im oberen Teil dieses Tals hat man eine ganze Reihe von Eisenerzgruben wiederentdeckt. Das daraus gewonnene Eisen wurde hier hergebracht und hier weiterverarbeitet. Und die daraus entstandenen Gegenstände teils selbst benutzt und relativ früh schon und vor allem im 13. Jahrhundert ganz systematisch für den Markt produziert, serienmäßig. Daher auch das Vorhandensein eines solchen Fallhammers. Die Schmiede von Fontenay war einer der ersten Verhüttungs- und Metallverarbeitungsplätze Europas. Und Vorbild auch für andere Klöster, die zu richtigen Städten im Kleinen wurden. Luftaufnahmen von Maulbronn zeigen das gewaltige Ausmaß einer solchen Klosterstadt. Die Werkstätten und Wirtschaftsräume nehmen mehr als die Hälfte der Klosteranlage ein. Sie demonstrieren eindrücklich die wirtschaftliche Potenz des Zisterzienserordens und seiner Bewohner.
Für die Landwirtschaft waren die Zisterzienserklöster das Silicon Valley des Mittelalters. Hier tummelten sich die klügsten Köpfe ihrer Zeit. Neue Techniken wurden hier zur Serienreife entwickelt und das so gewonnene Know-how im Netzwerk von Kloster zu Kloster weitergegeben. Zu den berühmtesten Exportartikeln der Mönche aus dem Burgund zählt die Kunst des Weinbaus. Kloster Eberbach im Rheingau wurde durch Zisterzienserhand zum größten Weinwirtschaftsunternehmen der Welt. Herr Greiner, jetzt ist hier alles leer und abgeerntet. Aber wie muss man sich das vorstellen, als die ersten Mönche damals hier ankamen? Ja, als die Mönche hier ankamen, muss das denen schon paradiesisch vorgekommen sein. Hier in dieser Lage, am Rhein gelegen, diese Hänge. Ja. Sie haben ihr Know-how aus dem Burgund mitgebracht, also wussten, wie man gut Wein anbaut und ausbaut und hatten dann hier diese hervorragenden Bedingungen gefunden und gleich den Steinberg angelegt, den wir hier sehen, der schon aus dem 12. Jahrhundert stammt. Ja. Kloster Eberbach ist ja für seinen Riesling bekannt. Welche Reben haben denn die ersten Zisterzienser hier angepflanzt? Man geht davon aus, dass es der Spätburgunder war, der auch im Burgund schon kultiviert wurde und eine der ältesten Rebsorten überhaupt ist. Genau weiß man es nicht. Es gibt Aufzeichnungen über Rotwein, der angebaut wurde im 13. Jahrhundert. Aber man muss davon ausgehen, dass es Spätburgunder war. Aber viel wichtiger als die Rebsorte war das Gespür, wo man Rebflächen anlegt. Mhm. Und das hat man hier beispielsweise auch im Steinberg gemacht. Und wenn Sie diese Mauer sehen, die den ganzen Weinberg umgibt, das schützt den Weinberg vor Kaltluft, der im Wald kommt. Und dadurch schafft man ein Mikroklima. Und dieses Gespür für die Feinheiten im Weinbau und im Weinausbau, den hatten sie und damit haben sie den Weinbau entschieden vorangetrieben. Verarbeitet wurde der Wein damals von den Mönchen und Laienbrüdern. Im Kloster stehen noch Weinpressen aus dieser Zeit. Sie erzählen von der jahrhundertealten Weintradition der Zisterzienser in Eberbach. Diese ganzen alten Weinkeltern hier sehen ja sehr imposant aus. Ist die Erfindung dahinter denn auch von den Zisterziensern? Man weiß nicht genau, ob sie erfunden wurde, aber mit Sicherheit wurde sie von den Zisterziensern perfektioniert und revolutioniert. Das war ja damals schon so ein Stück Hightech des Mittelalters. Man hatte damals diese kleinen Korbpressen vergrößert zu diesen Pressen, die wir heute sehen. Hier konnte man also ganz viele Trauben auf einmal pressen. Ganz schonend wie ein Schwamm wurde diesen Trauben gedrückt. Und es war wirklich sehr schonend, weil kein Stiel und kein Kern verletzt wurden. So hat man einen sehr, sehr sauberen Saft bekommen, aus dem ein guter Wein werden konnte. Anfangs haben die Mönche den Wein für den Eigenbedarf produziert. Dann haben sie erkannt, dass Wein auch ein gutes Geschäft ist. Heute lagern in der Schatzkammer des Klosters Eberbach zehntausende Flaschen edelsten Weins. Die waren ja damals sicher auch schon sehr gute Weine. Wie passte das mit der alten Regel der Zisterzienser zusammen, dass sie auf Genüsse verzichten sollten und recht einfach leben sollten? Ja, man muss wissen, der Wein war nicht nur für die Eucharistie da, sondern es ist auch ein erstrangiges Handelsgut. Der Wein wurde hier angebaut, er wurde im Mittelrhein angebaut, an der Nahe, in Rheinhessen, bis an die Bergstraße, wo wir auch heute noch Weinberge haben. Und er wurde dann über Köln, wo Eberbach eigene Weinkeller angemietet hatte, von dort aus nach ganz Europa verschifft, verkauft. Die Weine waren in den Adelshäusern in ganz Europa wirklich en vogue, waren sehr begehrt und ja, haben die Südwest-Lebensart mit dem Wein damit nach ganz Europa getragen. Das Kloster Eberbach wurde also durch den Weinbau zu einer Art multinationalem Konzern, zu einem global agierenden Player. Die alte Benediktsregel Ora et Labora hatte damit eine ganz neue Bedeutung bekommen, nämlich beten und Geld verdienen. Diversifikation war die Konzernstrategie der Zisterzienser. Wie Kloster Eberbach sich auf Wein spezialisierte, so belieferten zwei nordenglische Klöster halb Europa mit Schafswolle. Was mit der Deckung des Eigenbedarfs der Mönche begann, Kühe für die Milch halten, Schafe für die Wolle, entwickelte sich zur planmäßigen Viehzucht. Nur Schweine waren im Kloster eigentlich nicht vorgesehen, weil Mönche kein Fleisch essen durften. Als die Mönche anfingen, auch Schweine zu halten, kündigte das also einen fundamentalen Wandel an. Vom Selbstversorger zum marktorientierten Produzenten. Das Schwein als Bote klösterlicher Marktwirtschaft. Über Gewinne und Verluste führen die Zisterzienser genauestens Buch. Wie Kapitalisten bilanzieren sie sauber nach Soll und Haben, nach Aufwand und Ertrag. Damals eine Innovation in der Buchführung. Die doppelte Buchführung haben die Zisterzienser nicht erfunden. Aber
Es war ähnlich wie bei den technischen Verbesserungen. Sie haben das, was verfügbar war, entschlossen genutzt, weil sie erkannten, wie wichtig das für die Effizienzverbesserung bei ihren landwirtschaftlichen Gütern war. Um sicherzustellen, dass jedes Tochterkloster auch profitabel wirtschaftet, werden sogenannte Visitatoren vom Mutterkloster losgeschickt. Sie sind Teil eines weit verzweigten Verwaltungs- und Kontrollsystems, das die Zisterzienser perfektionieren. Das Controlling sorgt mit dafür, dass sie sich aus den Einöden zunehmend auf die Märkte, in die Geldwirtschaft bewegen, in die Städte. Aber waren die Zisterzienser nicht ursprünglich gegen die Städte, gegen das weltliche Leben mit all seinen Verlockungen? Der Handel war es, der sie dann doch unweigerlich in die Städte geführt hatte. Und allem Anschein nach hieß das neue, über allem stehende Ziel des Ordens nun, Überschüsse erwirtschaften. Eigene Stadthöfe als Wirtschaftsfilialen und Warenhäuser der Klöster sollen den Umsatz weiter ankurbeln. In Würzburg sind es 9 Zisterzienserklöster, die ihre eigenen steuerlich begünstigten Flagship-Stores eröffnen. Mit großen Lagerräumen für die Überschüsse der Klosterbetriebe. Verkauft wird gewinnbringend nach dem Marktgesetz von Angebot und Nachfrage. Und dann steigen die Zisterzienser auch noch in das Kreditgeschäft ein. Es ist von der Kirche verboten. Eigentlich. Denn heißt es nicht, niemand kann Gott dienen und dem Mammon. Die Zisterzienser aber, heißt es anklagend, sagen, niemand kann Gott dienen ohne Mammon. Man könnte sagen, die Zisterzienser sind auf allen Gebieten ein Optimierungsorden. Die Zisterzienser wollen nicht nur im rein religiösen Bereich, in der Frömmigkeit, die Besten sein, sondern auf allen Gebieten. Und das führt dazu, dass sie das Ziel haben, dieses ganze Wirtschaftssystem, dieses Imperium, das sie um sich herum aufbauen, immer effizienter zu machen, da auch die Spitze zu erlangen. Und da kennen sie dann auch keine Rücksicht. Statt Leben in Armut und Bescheidenheit streben die Zisterzienser jetzt unverhohlen nach Reichtum. Der Orden entwickelt einen unstillbaren Landhunger. Immer mehr Grundbesitz kommt in seine Hände. Doch wie bisher gewirtschaftet wird, ist den Mönchen zu rückständig, zu wenig ertragreich, nicht marktgerecht. Die Bauern sollen ihr angestammtes Land verlassen. Ihre Laienbrüder als Billiglöhner sollen die Felder bestellen. Das rücksichtslose Vorgehen der Mönche bringt die Landbevölkerung gegen sie auf. Relativ bald nach der Gründung des Zisterzienserordens haben wir kritische Stimmen, die den Zisterziensern ihren Reichtum vorwerfen. Man muss sagen, die haben außerordentlich erfolgreich gewirtschaftet und gerieten damit in das nicht unerhebliche Problem, dass sie mehr Geld hatten, als sie eigentlich nach ihrer strengen Regel hätten haben sollen. Habsucht, Luxus und Völlerei. Vieles, wogegen die Zisterzienser einmal angetreten waren, wurde jetzt ins Gegenteil verkehrt. Bald begehren auch die ersten Laienbrüder auf. Ein Streit um abgetragene Stiefel führt im Kloster Schönau zu Mord und Totschlag. Mehr als 100 solcher Aufstände erschüttern den Orden im 13. Jahrhundert. Auch in Eberbach hängt der Klostersegen schief. In der Zweiklassengesellschaft der Klöster erarbeiten die Laienbrüder den Reichtum und Wohlstand. Trotzdem haben sie weniger Rechte, wohnen schlechter und sind von der reich gedeckten Tafel ausgeschlossen. An ihr sitzen zumeist Mönche aus dem Adel. Für diese zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit sollen sie endlich bezahlen. . 1261 wird Abt Werner von einem Laienbruder ermordet. Der Mord im Kloster zieht heute noch Jahr für Jahr rund 300.000 Besucher hierher nach Kloster Eberbach. Im Namen der Rose. Sie wollen die Drehorte sehen, an denen Umberto Ecos Mittelalterkrimi einst verfilmt wurde. Eine besondere Hinterlassenschaft der Dreharbeiten vor über 30 Jahren ist diese Säule aus Pappe.
Der Mord an Abt Werner vor 750 Jahren war jedoch ein wirklicher Einschnitt in der Geschichte des Klosters. Die Zentrale verhängte erstmal einen Aufnahmestopp für Laienbrüder. Und weil dadurch die Arbeitskräfte knapp wurden, beschäftigten die Mönche jetzt wieder Bauern und verlangten von ihnen den verhassten Zehnten. All das, was die Gründerväter der Zisterzienser so vehement abgelehnt hatten. Deshalb erwächst den Zisterziensern mächtige Konkurrenz. Durch Bettelorden. Nicht durch Arbeit Reichtum anhäufen und ihm erliegen, die neue revolutionäre Idee der Dominikaner und Franziskaner ist beten und betteln. Nicht auf dem Land, sondern in den Städten, sich nicht um Gewinne kümmern, sondern um die Seelennöte der Menschen. Damit laufen sie den Zisterziensern den Rang ab. Es war so, dass die Zisterzienser sich durch ihren wirtschaftlichen Erfolg von der ursprünglichen religiösen Askese entfernt haben, ja entfernen mussten. Und das hat entsprechende Widerstände hervorgerufen, die den Zisterziensern auch sehr geschadet haben. Den letzten Schlag versetzt ihnen ein Mönch aus Wittenberg, der Augustiner Martin Luther. Er reformiert die Kirche und erschüttert damit auch die Fundamente des jahrhundertealten Mönchswesens. Wie das Kloster Disibodenberg werden Mitte des 16. Jahrhunderts viele Zisterzienserklöster geschlossen. Geblieben sind oft nur Ruinen. Sie erinnern an vier Jahrhunderte, als der Weiße Konzern eine Wirtschaftsmacht in ganz Europa war. Von dem großen Imperium der Zisterzienser im Mittelalter ist auf den ersten Blick nicht viel geblieben. Aber wenn man genau hinschaut, sind Spurenelemente geblieben. Es sind die beeindruckenden Bauten geblieben, die einem deutlich machen, das ist gebaute Theologie. Arm werden für andere gehört zum Christentum und man sieht es, wenn man die zisterziensischen Kirchen betritt. Auch wenn wegen Nachwuchsmangels viele Klöster ihre Pforten für immer schließen mussten, gibt es im 21. Jahrhundert immer noch einige kleine Gemeinschaften, die heute, fast wie vor 900 Jahren, streng nach den Ursprungsidealen des Zisterzienserordens leben. Es sind Orte wie die Abtei Marienstadt im Westerwald, wo heute, wie zu Bernhards Zeiten, gebetet und gearbeitet wird. Man kann sagen, dass die moralische Bedeutung der Arbeit, Arbeit ist etwas Gutes, zurückgeht auf die asketische Grundnorm der Zisterzienser. Wir müssen uns durch unsere eigenen Hände Arbeit ernähren. Die Zisterzienser haben mit ihren Klöstern im Mittelalter ein Wirtschaftswunder geschaffen. Mönche und Laienbrüder verwandelten Wildnis in blühende Kulturlandschaften. Sie legten Sümpfe trocken, lehrten die Wasser- und Windkraft zu nutzen, revolutionierten Ackerbau und Viehzucht und waren Pioniere der modernen Betriebswirtschaft. Und die Zisterzienser stellten Fragen, die uns auch heute noch umtreiben. Welchen Wert hat die Gemeinschaft? Wofür arbeiten wir? Wie gehen wir mit der Natur und den Ressourcen um? Fragen, die aktueller sind denn je.